Na, aber mit Monsterjagd ein bisschen Kohle reinholen. Ein bisschen leveln, stärker werden. Weiß man ja nie, was auf mich zukommt. Nee. Die nicht. Der da nicht. Level 30. Nee, nee. Jetzt nicht. Ja, ich habe ja schon ein bisschen gezockt. Ich weiß ja, was passiert, wenn du den besiegt hast, den Level 30er. Da kommt ein Vieh, das ist Level 45. Und wenn du den besiegst, dann Level 71. Ich so, nee. Ich mit meinem läppischen Level 11, also never ever. Nein, das ist ein bisschen glatter Selbstmord. Ah ja. Bitte nicht, wenn ich jetzt gegen die Schleimbolzen kämpfe, kommt so ein fetter mit Level 30 raus. Das hatte ich schon mal. Ich kämpfe ganz gemütlich und dann kommt so ein fetter Level 30er raus und taucht mir auf den Natz, alle tot. Ja, Spiel neu laden. Oh, herrlich, das war ein Traum. Ein Traum wird wahr. Okay, aber hier müssen die doch irgendwo auftauchen. Jawohl. Fan von der Glibber. So. Ich locke sie an. Und du lässt sie dann mit Magie weg. Sollte Komm. Klappen. Oh Gott, abgesehen von meinen Fähigkeiten. Jawohl! Los, vorwärts! Ich hab. Alter, wie viel Punkte man für so einen kleinen Natz kriegt. Warte mal, es gab's doch hier so Fähigkeitenpunkte. Da ist ja noch gar nichts. Ja. Ja, ein bisschen verteilen hier. Na ja, da wollen wir schon rum. Was haben wir hier? Kombos. Stärker, die Stärke ist gar rein damit. Nee. Na ja, haben wir noch gar nichts ausgerüstet. Damit. Da kannst du zwei Halsketten, das heißt, wir können mehr stärker werden. Zelten. Ja, rein damit. Du kriegst ja Punkte. Dann kriegt man ja EP-Punkte nur, wenn man zeltet. Haben wir hier. Oh, da habe ich auch noch gar nichts reingepackt. Auch rein.
Nein. Wenn man das denkt, was der Hammer hier vom Punkte. Guck das an. 999 FP-Punkte. Viel Spaß. Da hat man noch genug zu tun. 999 FP-Punkte für einen Teil und dann mehrere davon. Der Wahnsinn, da wird dir. Ah ja, ich wollte ja mal gucken. Wegen meiner Magie. Ich habe ja keinen Zauberteil mehr. Na. In die Ebene wäre Feuer besser. Kombinieren wir es hier mit ein bisschen. Hoppala. Oh, ich hoffe doch, hoffe doch. Ja, P. Ja, nein. Ja. Ja! Das sind die Teile, was man braucht. Ich zeig dir mal warum. Das mache ich dann EP-Feuer. Mach mal jetzt, wenn ich jetzt ein paar Netze damit grille, muss ja nicht die stärksten sein. Und du kriegst Hammer viel Erfahrung. Einmal reinsetzen, wenn du pissst, jetzt habt ihr einen Kumpel, hab ich mal gesehen, über einen Kumpel. Und ihr habt mir mal gezeigt, wie man am besten EP-Punkte sammelt, wegen schneller hochsammeln oder hochleveln, hochskillen. Und das geht ja echt fix mit. Was haben wir denn hier noch? 200% Lebensenergie, Feuerer. Ja, das ist perfekt. Mehr Schaden, mehr EP. Gucken. Alter, was? Ja, er ist und so viel Damage da. Rein damit. Da pack ich mal. Regnerer. Und der hat so sehr wenig Lebensenergie, dann wäre besser, wenn der Regnerer drin habt. Schuss kriegen. Ja, komm rein, ich hab ja nichts anderes. Nee! Ich hab den Feuerteil. Nee, nein, nein. Okay, welches Level haben die Eierköppe? Gucken wir mal. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den rasiert und kriegen Hammer 4 Erfahrungspunkte. Aber mal gucken, welches Level die haben. Wenn die Level 10, 15 sind, ist dann der Kinderakt. Aber wenn die jetzt Level schlag mich tot sind. Wirklich? Schon wieder? Fuck, ich hab keinen erwischt. Alter, wir haben Punkt. Hast du gesehen? Level 6 haben wir irgendwie 2000 Erfahrungspunkte gekriegt. Und da war nur eine Granate. Ich hab die nicht mal voll erwischt. Der vor, ich mach Flächenschaden für alle Viecher. Weißt du, wie viele Punkte ist? Das kriegst du irgendwie bei 4.000, 5.000. Nice! Guter Tipp für jeden. Ab und zu schnappe ich ja auch ein paar neue Tipps auf. Oder finde ein paar Tipps. Und wenn ich mal sowas sehe, teile ich gerne, kein Problem, könnt ihr sehen, zack, kriegt mal richtig schöne Erfahrungspunkte, levelt sehr schnell, werdet schneller und kriegt mehr Lebensenergie. Oh Gott, nein, bald trotzdem. Nicht unser Tag heute. Nein,
Nein. Nein. Lauf. Lauf. Fuck. Nochmal lauf. Ah, kriegst du jetzt Kasper hier. Ja, die können gegenseitig ankugeln, aber... Was für eine Schmach. Aber der Fette da, wer da läuft. Ah, die kriegen sowas auf die Fresse. Ich guck mal zu, wie die aufs Maul kriegen da. Bart! Und da war einer. Und da war! Kriegen die Zeitbox mal von anderen auf die Glocke. Sehr nice. Klatsch! Und noch einer Matsch. Ja, gucken, wie diese kleinen Drecksäcke, wie sie so einen Mist gebaut haben, einfach einen riesengroßen Monster auf die Glocke kam. Ey, die sind Level 6 und der Typ ist Level 30, Alter. Bam, wieder die Schelle. Jawohl. Wer will, habt noch nicht, wer will noch mal? Bam. Okay, Mensch, jetzt ist nur Ruhe. Ich habe so keine Schnitte. Ich mach, das stört mich jetzt ein bisschen. Wo ist das? Das müsste jetzt aber auch aktiv sein. Das heißt, wenn ich jetzt diese Magie zusammengestellt habe, findet das automatisch. Ja, perfekt. Da unten. Ich muss nur dieses Teil sammeln. Und jedes Mal, wenn du das zusammengebastelt hast, kannst du gleich wieder herstellen. Das heißt, wenn man diesmal irgendwo was sammelt und ihr habt so diese EP, Feuer, Eis oder Blitz, werft auf irgendeinen Gegner ganz am Anfang, macht ein bisschen Schaden und dann kloppt den kaputt. Dann kriegt ihr ordentlich am besten, wenn man so öfter diese Granate auf einen Gegner wirft, so mehr Punkte kriegt ihr. Und da habe ich schon mal einen gesehen, der hatte, glaube ich, für einen so einen Boss oder einen kleinen Boss, Nebenboss, was hier rumrennt. Der hat da wie viele Granaten drauf geworfen? 7, 8. Dauert leider, weil man die nicht andauernd werfen kann. Der hatte nachher an wie 100.000 EP-Punkte. Für einen Nutz. Und da hat er ganz zum Schluss nur einmal mit einem Schwert zweimal drauf geprügelt. Der hat so viel Erfahrungspunkte, da war so, sagen wir mal, bis zu Level, von Level 10 auf Level 30 in wenigen Minuten. So, jetzt gucken wir. Ich kriege ja hier auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Reden wir mal mit dir. Oh, was darf es heute sein? Gute Arbeit. Ja, danke. Auch nicht so anstrengend. Nochmal schöne Erfahrungspunkte. Ah, läuft. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Gibt's hier noch Monster? Unsere Jagdziele. Nee, alle fertig. Die sind noch zu heftig. Warte mal. Geh mal den hier an. Sehr freundlich. Bereitet euch gut vor. So. Zeige ich nochmal. Die sind ja dicht dran. Ne? Das sind ganz schwache Viecher. Wenn ich Glück habe, grill ich sie alle auf einmal. Wenn man so überlegt hat, wie viele Erfahrungspunkte haben wir zu Anfang von die Vögel gekriegt? 2, 5. Und dafür wegen der Hauptquest. Jetzt kriegt man ja, glaube ich, ganz wenig. Jetzt testen wir mal, was passiert, wenn man die jetzt grillt mit dem Brandgranate. Die müssen aber alle so dicht wie möglich am Haufen sein. Mal gleich mal hier näher ausrüsten. EP-Feuer. So Konzentration. Okay. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Ja. Wir sind noch kurz hier. Zack. Bitte lass sie doch. Lass sie an Leben, lass sie an Leben, lass sie an Leben. Ich glaube, der ist wieder down.
Schildkampf sterben. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir. Oh, 4000! Nice, ne? Das ist geil. Das ist schönes, leichtes und davor die kleinen Viecher. Am besten, wenn da so richtig viele auf dem Haufen sind, haust du 3-4 Granaten, dann kriegst du 10.000 Erfahrungspunkte. Leicht verdient. Problem ist, du musst diese Teile. Ich muss mal echt mal gucken, wo man die sammeln kann. Habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Und dann musst du mal ein paar von diesen EP-Teile sammeln. Und dann kannst du ordentlich Erfahrung sammeln. Dann mal gucken, wie viele Level wir steigen. Jetzt müssen wir mal, glaube ich, ein paar Level höher schießen. Und das ist richtig schön. Und auch kriegen, ich glaube, wir kriegen noch ein bisschen Erfahrungspunkte dazu, weil wir jetzt gerade eine kleine Quest hatten. Na, easy. Easy going. Oh, hier ist ein Schnatter hier. Das ist gar nicht gut. Ist ja so ein Dreckswetter draußen. Ach, du bist das wieder. Und krank wird hier. Okay, was können wir? Erfahrungspunkte? Für die Quest glaube ich ganz wenig. 140 Geld. Und kein Erfahrungspunkt. Na, nett. Was kann ich für euch tun? Nichts. Kannst du mir mal. So, jetzt gehen wir kurz pennen. Und gucken, wie wir welche Level steigen. Durch kriegen wir ja noch ein bisschen Erfahrungspunkte plus. Übernachten. Das wird jetzt hier lohnen. ...6.773 Erfahrungspunkte. Für paar Nuts. Und? 13, 14, 15, 16. Stellen wir noch ein paar diese Granaten. 100.000 Lebenspunkte. Jetzt wird das so. Level 3 ist 20, 30, 40, 50. Na gut, übertreiben wir nicht. So, Level 20 wird man locker erschaffen. Level 25. Mit welchem Level? Level 9 haben wir angefangen. Und jetzt haben wir gerade ein paar Granaten eingesetzt und dann. Ja. Cool. 7 Level höher. Nö. Lightning Stick ist bei. Schade, egal. Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis? Dino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdienkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden. Lecker. So. So, jetzt weiß ich es auch. So. Die Niffen hat uns auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her.